Und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ich finde die Musik hier faszinierend. Hört ihr das? Die klingt irgendwie ein bisschen schräg. So. Und so. Ja. Wir laufen mal weiter. Okay. Da steht was. Grunlan. Hier entlang. Oh. Grunlan. Laden. Laden. Mal schauen, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Komm nur herein. Wenn dir etwas gefällt, dann kauf es doch einfach. Was ist das? Ein Köcher. Mit ihm kannst du nur für 2000 Rubine mehr Pfeile tragen. Bomben. Okay. Und das ist wahrscheinlich ein normaler Schild. Und das ist gelbes Elixier, all deine Herzen. Und das, wenn du keine mehr hast. Warte mal, das all deine Herzen, richtig? 200 und das ist 8 Herzen, 850. Ich wollte gerade sagen, das eine ist teurer. Dass das alle auffüllt, ist teurer. Ist billiger als das, was 8 auffüllt. Das wäre irgendwie unlogisch. Aber nein, wir haben jetzt erstmal noch die. Und wenn ich nochmal sowas brauchen sollte, dann werde ich zu Terry gehen, wegen seinen Scheißpunkten. Aber der Köcher könnte interessant werden. Ja, das sind übrigens Goronen gewesen da gerade. Ich spreche die gleich an, ich will nur mal gerade kurz hier Lucky-Lucky machen. Irgendwas Besonderes ist. Weg zum Altar. Okay. Warte mal, bevor ich zum Altar gehe, spreche ich mal kurz mit den Goronen. Hey, ho. Oh. Link, reiß dich zusammen, danke. Hey, ho. Oh, du bist wohl neu hier, Fremder. Willst du etwa unser Dorf besuchen? Ja. So oder so, du kannst jetzt nicht in unser Dorf. Die Lava hat den Zugang blockiert. Wenn du es eilig hast, solltest du mit Kagoran reden. Folge dem Weg da drüben, um ihn zu finden. Kagoran? Kagoran kann mit dem Berg reden. Er bittet ihn gerade, nur den Vulkan nicht ausbrechen zu lassen. Ach so, er redet gerade mit dem Berg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn dabei stören will. Okay? Sei vorsichtig, wenn du gehst. Die Beben machen den Weg zum Altar sehr gefährlich. Okay. Yay. Was für eine Eruption. Überall Lava. Mein Opa ist noch im Haus. Ich will zu ihm. Hoffentlich geht es ihm gut. Ach, die Häuser sehen noch alle recht gut aus. Außer das da. Das sieht ein bisschen angepisst aus. Angepisst. Ein bisschen im Sinne von angeschmiert. Angepisst. Genau, das Haus ist angepisst. Ja. Die Lava hat den Weg ins Dorf blockiert, Fremder. Der Berg muss zornig sein. Ganz bestimmt ist er ganz böse auf euch. Aus welchem Grund auch immer. Ach ja. Müde. Wieso? Ich will nicht müde sein. Ich will jetzt aufnehmen und nicht irgendwann, nachdem ich stundenlang in der Uni saß. Ich dachte gerade, das Ding hat sich bewegt, aber anscheinend doch nicht. Okay, was steht da? Welche Informationen möchtest du lesen? Keine. Okay, da kann man anscheinend hoch. Das ist aber eine Sackgasse, oder? Ja. Das Eisen, das wir produzieren, ist bekannt für seine Stärke. Aber bei Lava schmilzt selbst unser Eisen. Das kann ich mir gedenken. Okay. What the heck? Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich hier überhaupt langkommen soll. Wahrscheinlich gar nicht, oder? Genau, ich fange jetzt an zu peitschen. Yay! Okay. Das hat keinen Sinn. Okay. So kommen wir hier definitiv nicht lang. Kann ich nicht irgendwie irgendwas bekommen, dass ich da besser lang kann? Du Grone, du, weißt du was? Kann ich vielleicht... Oder kann ich das das da schmelzen? Nee, so auf jeden Fall nicht. Achso, da kann man durch. Sag das doch mal jemand. Stahlfußkopf, der bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Ich dachte, da stellst du dich zusammen. Sag nochmal was.
Das Eisen, das wir produzieren, ist bekannt für seine Stärke, aber bei Lava schmilzt selbst unser Eisen. Okay. Whatsoever. Auf jeden Fall, hier kommen wir nicht weiter. Wir haben also im Grunde keinen Weg, hier irgendwie lang zu kommen. In dem Fall werden wir doch erst zu diesem anderen Ort gehen. Und da war ja noch so eine Höhle, gleich um die Ecke sozusagen. Aber ich wollte erst in das Dorf, weil ich prinzipiell immer erst in die Dörfer gehe. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg und hoffen, dass wir dann dort irgendwie weiterkommen. Hey you, Zelda. Da. Wir haben doch noch gar keine Informationen gesammelt. Verstehe ich das richtig? Du willst aufbrechen? Ja. Ach so, na irgendeinen Grund scheinst du ja zu haben. Der Grund ist, dass mich riesige Felsbrocken plattrollen würden, wenn ich versuchen würde, da weiterzukommen. Insofern, ja, ich habe meine Gründe, Zelda. Keine Sorge. Oh, das ist Terry. Ich frage mich immer noch, was es mit diesem komischen Schloss auf sich hat. Weil das war auf den anderen Tempeln ja auch nicht drauf. Die konnte man halt einfach nicht erreichen, wie diesen auch. Aber ein Schloss habe ich da noch nicht gesehen. Oh, wieso werde ich schon wieder müde? Das ist doch echt scheiße. Und das ist wahrscheinlich der Feuerschrein, so wie ich das sehe. Was anderes würde wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Oder? Ich meine, es gab bisher in jedem Gebiet einen Schrein. Einen anderen Schrein sehe ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Gehen wir auf jeden Fall erstmal dorthin. Wo auch immer wir jetzt landen. Eigentlich müssten wir jetzt noch einem... Oh, scheiße, hey. Mein Hals. Gronen-Freizeitpark? What the heck? Das ist kein Schrein, oder? Okay. Das ist ein zutiefst seltsamer Ort. Ich weiß nicht, ob es gut war, dass wir einfach so eingetreten sind. Sieht nach einer Verladestelle aus. Ich denke, es ist ein Freizeitpark und keine Verladestelle. What the heck? Okay. Verehrter Kunde, leider haben wir nicht geöffnet. Wegen des Vulkans kommen im Moment keine Kunden. Wir nutzen daher die Zeit zum Umbauen. Wir öffnen wieder, sobald die Lage sich beruhigt hat. Versuchen wir später noch einmal. Man kann hier doch lang, oder? Man kann hier nicht lang. Och, Leute. Hier kommen wir also auch nicht weiter. Schick. Was tue ich jetzt? Nö, das macht doch keinen Spaß. Also gut. Oh Mann, was ist denn bloß mit meinem Hals los? Das ist echt nervig. Das liegt noch daran, dass ich erkältet bin. Und sobald ich jetzt, sagen wir, umso mehr ich rede, desto schlimmer wird es. Aber wenn ich am Wochenende nicht aufnehme... Abbruch. Wenn ich am Wochenende nicht aufnehme, dann wird es leider auch nicht besser. Da ich halt abends aufnehmen müsste in der Woche. Und nachdem man halt in der Uni saß, Vorlesungen hatte und dann da sitzt und sich irgendwelche scheiß Texte durchlesen muss über irgendwelche Leute. Oder am besten sind noch die Texte, wo einfach immer alles wiederholt wird. Und der Typ sagt, auf 7 Seiten immer wieder dasselbe. Und die werden dann, solche Leute werden dann berühmt, wisst ihr? Und solche Texte muss man dann immer lesen. Ich weiß auch nicht, ob die Dozenten uns damit nur ärgern wollen oder keine Ahnung. Das ist echt nervig. Das ist so Zeitraum. Zum Schluss hat man nicht das Gefühl, dass man überhaupt... Ich weiß nicht, man hat das Gefühl, dass man sich mit dem Stoff auch 20 Minuten auseinander hätte setzen können und trotzdem alles geschnallt hätte. Insofern, ja. Und nach so einem Tag nehme ich ungern auf. Meistens. Oh, Mann. Ich will nicht müde sein. Sag mir, wie ich hier weiterkomme. Ich meine, hier gibt's Bomben. Kann ich mit Bomben irgendwas anfangen? Ich weiß nicht was. Sprecht nochmal alle mit mir. Sagt ihr was Neues?
Das hast du gerade schon gesagt. Das kennen wir auch schon. Wenn du es eilig hast, solltest du mit Kargoron am Altar sprechen. Wegen der Beben ist der Weg jetzt sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Ist mir nicht entgangen. Es muss doch irgendeinen Weg geben, oder? Da stand nur darauf, dass der Altar hier ist, ne? Ja. Okay, es gibt aber doch nur diesen einen Weg, oder? Ah, stehe ich wieder auf dem. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Mensch. Muss das denn sein? Das ist ganz toll, dass euer Eisen so schön ist. Könnt ihr mir irgendwie was geben, was aus eurem Eisen ist, damit die Dinger mich nicht putt machen? Nein, das hat keinen tieferen Sinn. Ich weiß nicht, es muss hier doch jetzt irgendwie ein Utensil geben, dass wir da so lang kommen. Oder meint ihr nicht? Mein Zelda kann uns hier offensichtlich auch nicht helfen. Oh, wir kommen hier so lang. Ist ja episch. Okay, da ist irgendwas runtergefallen. Da kommt wieder was. Okay. Ich war einfach nur wieder zu ungeduldig, so wie es aussieht. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, und ich glaube, da kann man noch nicht rein. Sieht wenigstens nicht so aus, als ob ich da rein wollte. Nee, will ich nicht. Ich will lieber wieder die Treppe da hochgehen. Okay, ich bin auch dämlich, hey. Oh, Mann. Der letzte Dungeon lief auch einfach zu gut. Es muss jetzt sein, dass ich jetzt ein bisschen dämlich bin. Aua. Nein, 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 nein. Link, ganz ehrlich, stell dich hier mal bitte so hin, dass man, dass du nicht überall wieder runterfällst. Aber mittlerweile ist es echt übel, wie das hier an Lavagesteinen regnet. Kann das? Da kommt schon wieder was runter. Was passiert jetzt? Okay, da fährt eine Brücke aus. Ach, auf Zeit. Schick. Ich will mich hier erstmal kurz umgucken, bevor ich darüber springe. Ich warte jetzt, bis das Ding wieder weg ist, sozusagen. Rüste das schon mal aus. Ja, ich weiß, das geht auf Zeit. Ist ja in Ordnung. Aber da will ich auch noch kurz hin. Da kann man, da ist anscheinend noch so ein anderer Weg. Dann gehe ich erstmal hier hin. So. Wow, na toll. Und jetzt springe ich genau rein, ne? Ja, genau. Das ist natürlich richtig geil. Okay, was sind das für Blumen? Wow! Spuck mich aus, aber nicht in die Lava. Hör auf damit! Hallo, lass das! Nein, nein, nein! Ihr Mistviecher! Wollt ihr mich alle verarschen? Okay, ich versuche jetzt einfach ganz schnell hier so. Wow, 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 wow! Nein, 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 nein. Ich will den Stempel haben. Ein Stempel! Möchtest du in Nikos Buch aufnehmen? Ja! Und zwar ganz schnell. Gut, dass die Viecher gerade eingefroren sind. Okay. Es ist noch nicht perfekt. So ist gut. Okay. Aua, ihr spuckt auch noch Feuer? Willst du mich verarschen? Geh sterben! Verreck! Gib mir das Herz! Verpiss dich, hey! Alter! Ihr seid ja voll aggro! Was habe ich euch getan? Ich habe euch gar nichts getan! Geht sterben! Sterben! Wah! So. Okay, alles ist gut. Alles ist, wird und bleibt gut. gut.
Wo wir gerade schon bei gut sind, ne? Gut. Ich sollte dieses Wort nicht immer sagen. Gut. Das war gerade keine Absicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Was ist gerade los mit mir? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass mein Gehirn gerade irgendwie verreckt. Keine Ahnung. Weißt, weil das letzte Mal war wirklich keine Absicht jetzt. Und dann kommt man sich dann irgendwie ein bisschen bescheuert vor. Ich will nicht in die Lava fallen. Nein, Link, schneller. Oh Gott, war das eng. Okay. Schick. Da geht's irgendwo weiter. Und das ist... Abkürzung durch die Berge, hier entlang. Schatztruhen? Schatztruhen! Schatztruhen! Nein, ich habe nicht zu viele Herr der Ringe geschaut. Mir geht's gut. Alles ist gut. So, hier ist eine Abkürzung, okay? Okay. Die Abkürzung nehmen wir dann gleich, wenn wir wirklich zurück wollen. Erstmal gehen wir jetzt hier hoch. Wow, das ist ein großer Gorone, oder? Vor allen Dingen hat er eine seltsame Farbe. Und er hat einen roten Zopf und einen roten Bart. Toll! Huch, ein fremdes Gesicht. Das hier ist ein heiliger Ort für uns Goronen. Du kannst hier nicht einfach herumspazieren. Moment mal, du bist ja noch ein Kind. Bist du allein hier raufgeklettert? Ja, welch außerordentlicher Mut. Kannst du mal sehen. Was willst du denn hier? Also. Der Feuerschrein. Ich kann dir nicht sagen, wo du ihn findest. Dieses Geheimnis kennt nur unser Dorfältester. Willst du unseren Dorfältesten sprechen? Ja. Sehr gut, du gibst nicht so leicht auf. Das gefällt mir. Ich weiß einen Weg, wie du ins Dorf kommst. Du bist doch Lokführer, oder? Wie? Lokführer haben eine besondere Aura, an der ich sie erkenne. Ich habe eine besondere Aura. Aura. Ich habe die Aura eines Lokführers. Oh Gott, ich bin schon bei 17 Minuten. Ich denke, dein Zug könnte hilfreich sein. Den Rest erkläre ich dir unten. Geh du schon, nur schon einmal voraus. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Bevor ich, cutte? Ja. In dem Fall cutte ich jetzt. Oh, die Parts werden auch immer länger, hey. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!